Hallo und willkommen zu meinem Shadows of Evil Tutorial. In diesem Video zeige ich euch meine High Round hier unten im Crazy Place. Erstmal zu den Pros. Da ist auch wieder hier ganz klar, wie man es auch schon sieht, man hat sehr viel Platz. Die Waffe ist in der Nähe, wo ich gerade hier da hochjump. Also die Waffe kann man dann zum Beispiel zweimal Pick and Punch mit Blast Furnace, um dann die ganzen Zombies sehr schnell zu töten. Und es ist eigentlich auch relativ zentral gelegen, da man einfach irgendein Portal nehmen kann. Wenn man down geht, dann geht man halt zu dem Perk hin. Oder falls irgendjemand gestorben ist, geht man in irgendein Portal raus und revivet sein Mate. Als Negatives ist ja zu sagen, hier sind auch sehr viele Zombie-Spawns, das heißt, es dauert sehr lange, bis alle Zombies wieder hinten dran sind und bis man die wieder töten kann. Also heißt, man kann nicht sehr schnell in hohe Runden kommen. Und was ich auch ein bisschen negativ hier fand, sind die Holzbretter, die auf dem Boden liegen. Da kommt es mir manchmal so vor, dass man so ein bisschen stuck ist. Also man läuft ja auf den Holzbrettern kurz und dann kann mal sein, dass man wieder runterläuft von den Holzbrettern und dann wieder hochzulaufen. Da kommt es einem mal so ein bisschen vor, als ob man da stuck ist oder so. Also das finde ich jetzt nicht so gut hier, wenn man ganz normal Runden rennt und auf einmal so ein bisschen ja, stuck wird oder so oder langsamer wird. Das ist sehr komisch. Zu den Waffen ist eigentlich ja ganz normal zu sagen, oben die Wandwaffe, da Blast Furnace drauf machen. Wunderwaffe ist hier kein Muss. Das ist auf jeden Fall eine Strategie hier, wo man nicht unbedingt eine Wunderwaffe braucht, da man nicht groß in Gefahr gerät, da man ja sehr viel Platz hat. Wie immer auch Parasiten sofort töten. Schild natürlich immer gerne mitnehmen. Als Standard-Perks ist natürlich Juggernaut, Quick Arrive und Stamina-Up zu empfehlen. Und das allerletzte Perk ist wie immer euch überlassen, was ihr denn nehmen wollt. Und das war's eigentlich auch schon für die Runde. Also hier unten ist es wirklich sehr safe. Falls man mal irgendwie umdrehen muss, also ich bin ja auch, glaube ich, ein paar Mal umgedreht jetzt in dem Video. Man muss nicht immer in einen Uhrzeigersinn laufen oder gegen den Uhrzeigersinn. Man kann einfach zwischendurch mal switchen. Man hat hier genügend Platz, um das zu machen. Entweder bei den Eiern da, da hat man genug Platz, um nochmal umzudrehen, falls auch ein Makro kommt. Übrigens, die Makros sind ja auch kein großes Problem. Die kann man ganz normal mit eintrainen oder einfach sofort töten. Man kann auch zur Not dann hinten in den Pack-Punch-Raum reinlaufen und da noch ein bisschen trainen, falls man hier irgendwie nicht mehr richtig trainen kann. Aber ich denke mal, das sollte nie so wirklich vorkommen. Und man hat hier übrigens auch eine Falle in der Nähe, falls man gerade keine Muni hat und man muss die Zombies töten. Das soll es davon gewesen sein. Viel Spaß und ciao.